It's time for World Underground Wrestling. Ich spüre doch nicht mit, was ist mit dir? Ich bin zu alt für den Scheiß. Der Kampf ist freigegeben, da liegt zwar am Boden, ich habe einmal nicht hingeschaut, was ist los? ich meine, Leidl, es ist ein Tag-Team-Match, das heißt, einer muss ins Eck, der andere muss ins andere Eck, zwei sind auf der Kampffläche, der Rest ins Eck, ins Winkel und schämen. Wie in der Schule. Da ist ein Mirko gegen, wer ist das? Gegen Andet, Mirko gegen Ted, na gut. Es macht das zweite Bier auf, der Saft wie ein Otto Klinger halt. Hallo? Otto, du stehst da im Eck. Du stehst da im Eck. Ein Bodyslam, ein Leg Drop. Na gut, der hört nicht auf, da brauche ich nicht zählen. Ein Snap mehr. Ein Finger in der Luft. Achso, na gut. Ups, ein Big Splash. Ein Jugo Splash, so wie das heißt. Übermut tut selten gut. Das ist ja wieso, was ist unfair? Das war in den Bauch, ich hab's genau gesehen, das war Bauch. Ein Elbotrop. Alkoholiker. Also das ist unfair. Eins, zwei, drei, bis fünf haben's Zeit, dann müssen sie aufhören mit dem Schwachsinn. Ich meine, der Jugo spielt in der Freizeit, glaube ich, Fußball, das stört eh nichts, wenn du einen Hax dran wirst. Jugo! Der Otto Klinger. Aua, mir da ein Zweh. Das habe ich ja schon seit dem Heimmarkt nicht mehr gesehen. Das hättest du härter auch machen können. Das habe ich nicht gemeint, bin härter machen, aber wurscht. So, irgendwas hart jetzt schon. Also der versteht doch nichts, der Mexikaner, das ist Chance. Wechsel. Ich meine, der Otto Klinger hat kurze Hände, das ist einmal so. Aufgabe, Mirko, Aufgabe. Mirko, Aufgabe, keine Aufgabe. Nimmt das Publikum irgendwelche Drogen oder was? Hey, illegal, ins Auge gefahren ist voll, hoppala, knapp vorbei. Seit Headlock herumschlepperei, passt, aua. Wenn er wechselt, macht es eine Tag-Team-Aktion oder nicht? Ah ja, sie machen, was auch immer. Double Elbow-Drop! Der Jugo liegt am Boden. Jetzt steht er wieder, also mehr lehnend. Aufgabe! Doch nicht, oh ja. Ja, Kraft, oder? Ah, ein schöner Wechsel. Den habe ich fast übersehen.
Weil der Mirko so brav ist, deswegen, weißt du. Warum gibst du dann? Das hat keiner verstanden. Also ihm zumindest. Okay, ja, ich weiß nicht, was ich jetzt da kommentieren soll. Mir bleibt warm in den Rücken. Und wieder ein Front-Headlock, ein Wechsel. Oh, das schaut noch ein Double Suplex aus. Oi! Ist in die blöde Richtung gezogen, da kennt er wechseln, wenn er nicht so kann. War. Oi, leg den ihm in Otto Kringer und der hat da. Hallo? Hey! Hallo! Hallo! Da ist einer illegal im Ring, also auf der Kampffläche. Ich wollte es nur gesagt haben. Au! Ey, also bis 5 hat er Zeit, dann müsst ihr es lösen, gell? 1, 2, 3. Okay, ist wieder nur einer, dann geht's normal weiter. Oh, das schaut aus wie der Finishing Move von Erna. Elbow! Du, wo gibst du Kraft? Ja. Und noch einer, Elbo. Okay, ich glaube, ich fange mal an zu zählen. Der schaut sehr K.O. aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hoppala. Na ja, hast nicht eingegriffen, hätte er es gewonnen gehabt. Blöd, nicht? Schlechtes Timing. Aber die Mexikaner, die verstehen das nicht. Oh, naja, mit einem Wristlock in Mirko zu holen, kann schwierig sein. Hey, hey, da holt das, holt das. Hallo? Voll illegal. Ich bin Gott sei Dank auch einfach aus jetzt. Anscheinend habe ich doch noch ein bisschen, bin ich doch noch ein bisschen Respektsperson. Wer ist illegal? Woher soll ich das wissen? Die schauen gleich aus. Und beide Masken auf. Und sind beide dünn. Also, für meine Verhältnisse. Also, anzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wechsel. Otto Kringer zum ersten Mal seit Jahren wieder im Ring. Kraft hat er noch. Ah, du musst weitermachen. Das ist nicht der Gegner, hallo? Hoppala, der ist daneben da, ne? DDT? Steige mich nicht! Hey, Fauststöße sind verboten, Otto Kringer, noch immer, hat sich nichts geändert. Na, also wer ist illegal? Was jetzt? Wer jetzt? Der Otto Kringer ist illegal. Ah, nein, der ist legal da. Der hat einen österreichischen Pass, der ist voll legal da. Wer von der Familie ist eigentlich legal im Ring? Das würde mich interessieren. Gewechselt. Gewechselt. Hast du gewechselt oder nicht? Oder doch nicht. Was ist jetzt los? Da hat er draußen, hallo, bin ich hier am Starboden, wer bleibt jetzt liegen? Wen soll ich denn noch? Also, wer ist das legal im Reden? Jetzt war okay, 1, 2, 3, 4. Also warte, da liegt einer am Boden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ende dieses Kampfes. Und damit Sieger. Hallo, Ossis. Es gibt schon. Sieger dieses Kampfes. Schiffer Million.
nicht mehr auf Knie gekehrt vor. Sieger des Kampfes, die Familie! It's time for World Underground Wrestling.